Warte mal, so Matthias, jetzt bist du in deine Badehose geschlüpft. Ja, ganz genau. Wir haben Außentemperaturen, was haben wir? Außentemperatur ist eigentlich gefühlt, es ist warm, angenehm. 12 Grad oder so, ne? Geschätzte 12 Grad, ja. Was sehr angenehm ist, dass wir hier Sonne haben, die volle Sonne noch. Wir haben jetzt kurz nach 14 Uhr. Ja, wir sind hier wieder an der Panzerrampe in St. Goafellen am Rhein. Ja. Und ja, ich würde einfach mal hier kurz reingehen. Genau, geh mal rein. Hier sind wieder lauter Steine reingekommen. Ich weiß nicht, wo die hergekommen sind. Ich hab die alle rausgeholt mal. Ui. Hier auch. Oh. Alles voller Steine wieder. Aber Sonne. Herrliche Sonne. Im Verkehr. Aber die Sonne macht das alles wieder wett. Das Thermometer reinhalten. Ah, schöne Gegend. Okay. So, das Thermometer ist noch aus den 30er Jahren. Justiert werden hier. So, wunderbar. Ja, hier kann man das erkennen. Ja, ich glaube schon. Ja. Ist gerade ein bisschen überblendet das Display von der Sonne, aber es geht schon. Geh mal rein. Sehen, was das hier anzeigt. Kann man das sehen? Ja, ich glaube schon. Es ist halt, wie gesagt, überblendet. Was sagt es denn? Es sagt 5 Grad, ne? Mhm. Ja, kuschelige 5 Grad. Gut. Kann man das wieder hier? Also es geht. Ja. Ja, für die Anfänger ist vielleicht wichtig, noch einen Buddy dabei zu haben. Immer einen zweiten Mann, ja? Und eine zweite Frau natürlich. Also sind Temperaturen, die dem Ungeübten echt schon in eine Unterkühlung bringen könnten. Daher gerade am Anfang auch immer an Heißgetränke denken.
einen guten Tee mit dabei, damit man danach schnell wieder warm wird. Ja. Und wie geht's dir, Matthias? Ja, man sieht, man merkt so ein bisschen, die Füße werden ein bisschen, das ist ein bisschen Kältegefühl. ja, bei den Füßen ist ein bisschen Kältegefühl. Ansonsten die Hände habe ich so gehalten, dass die Finger nicht so schnell kalt werden. Ja, kann man länger drin bleiben. Ja, ich sag mal, die Zehen fühlen sich ein bisschen kalt an, aber das ist auch alles. Ansonsten ist jetzt kein Frieren da oder so. Dieses Frieren, was man früher als Kind kannte, kann ich nicht behaupten. War es von Anfang an so oder hat sich das erst später eingestellt? Das war von Anfang an eigentlich. Ich habe eigentlich nie gefroren. Okay. Also dieses, irgendwie, es war auch mal kalt, ja, dass man sagt, okay, kalte Füße, tut auch ein bisschen weh mal, aber so dieses Frieren, da höchstens nach dem Rausgehen. Mhm. Ne? Kalt wird. Das Ganze soll auch Spaß bringen. Ja. Okay, danke Matthias, cool. So, damit ihr mich noch mal gesehen habt. Ich bin der Stefan Marcinowski. Ich bin ein Freund von Matthias. Er hat mich gebeten zu filmen. Und jetzt will er uns noch was sagen. Ja, ich wollte nur sagen, wie gesagt, nach dem Baden, ich trockne mich nicht ab. Ne? Weil das finde ich irgendwie schöner, wenn man so an der Luft trocken wird. Ich sehe da keinen Grund, höchstens die Füße ein bisschen abtrocknen, weil die kalt geworden sind. Ja. Ich trockne mir hier ein bisschen die Füße ab. Okay. Auch die Unterschenkel. Ja. Und ja, und
Ja, und ich sag mal, das war's denn. So von der vom Abtrocknen her. So, und bei den Temperaturen kann man noch ganz kurz trocken werden. Na, wunderbar. Okay. Danke, Matthias. Tschüss.